Sieh's dir an. Man sieht, wo... Wir überwachen die Luftqualität im westlichen Grenzgebiet, hier und in Feldlaboren. Sie ist so viel besser, seit du diese Bohrstelle außer Gefecht gesetzt hast. Wir haben die Auswirkungen untersucht, sie bekämpft, die IDA zurückgedrängt, wo wir können. Ja, sie werden diesen Ort sonst töten. Genau wie zu Hause. Die Erde? Arma erzählte davon. Hat sie euch alles erzählt? Sie ist, naja, verloren. Weil wir nicht für sie gekämpft haben, als wir die Chance hatten. Also kämpfen wir nun für eure. Wir werden hier etwas bewirken. Gemeinsam. Du hast dich gut geschlagen. Haben die Menschen dich auch ihre Waffen gelehrt? Nein. Die RDA hat meinen Clan abgeschlachtet. Mit Kugeln zerfetzt. So habe ich gelernt. Ich weiß, wie man sich als Letzter seines Clans fühlt. Die Menschen und ihre Waffen sind hier, um Leid zu bringen. Die Menschen hier waren einst RDA. Und ich werde sie daran erinnern. Wir sind nun verbündet, aber es ist nicht ihr Krieg. Sie kämpfen für den Geist ihrer Welt. Wir kämpfen für unsere Heimat. Letztlich hat Mercer seinen Willen bekommen. Wir sind Soldaten. Du bist nicht das, wozu sie dich gemacht haben. Du bist Na'vi. Hab Geduld. Fangen wir damit an. Ich habe es für dich gemacht. Mein eigenes Lied? Wie das meiner Mutter? Alle Na'vi tragen eine. Sie zeigt die Reise deines Lebens und erinnert dich daran. Ihre hatte mehr Perlen. Jede Perle bedeutet einen wichtigen Augenblick für den Träger. Ich habe eine aufgezogen. Für deine ersten Schritte zur Freiheit. Erschaffe eigene Erinnerungen. Neue Lieder in deinem Herzen. Ich hoffe, das können wir. Rignella will wirklich wissen, was es heißt, Zarentu zu sein. Aber bei der Tarsiu schien Nor verwirrt. Aufgebracht. Eywa zeigt uns, wer wir sind. Und wer wir sein können. Aber sie erinnert auch an das Verlorene. Für dein Volk ist das eine schwere Bürde. Nor, wo bist du? Geplatzte Aderschote. Na, wie Fußspuren. Nor muss hier lang gekommen sein. Okay. Nor hat die Basis verlassen. War definitiv hier. Geplatzte Adernhülse muss hier durchgehetzt sein. Der Geruch. Folge dem Geruch. Priya, hörst du mich? Ich habe die Spur von Nor bei den Klippen verfolgt, aber seine Fährte verloren. Ich glaube, er hat einen Fluss überquert. Er ist sicher nicht weit weg. Vielleicht wollte er nur ein wenig erkunden. Vielleicht. Ich klettere jetzt weiter. Hey, Sotlek, bist du da? Ich glaube, Nor ist in der Nähe. Vielleicht könntest du mit ihm reden. Über deinen Clan. Sotlek? Alma und ich überprüfen eines der anderen Lager. Kein Mucks dort. Du klingst besorgt. Die Himmelsmenschen breiten sich weiter aus. Ob sie es gefunden haben? Sotlek?
Was würden unsere Vorfahren von uns denken? Würden sie betrauern, was aus uns geworden ist? Wir sind immer noch Sarento. Daylan spricht kaum unsere Sprache. Ihm war die menschliche Sprache schon immer lieber. Alma sagt, wir brauchen Zeit, uns anzupassen. Alma ist keine Na'vi. Warum ist die RDA zurück? Sie wollen mehr von Pandora. Immer mehr. Wir müssen kämpfen. Ja. Ahari hätte es genau so gewollt. Ich suche Ritnella und Daylan. Wir sichern das Hauptquartier. Sie suchen jetzt nach uns. Okay. Das wird wieder. Alles klar? Hör mir zu. Das wird schon. Hier. Sowas schon mal gesehen? Nein. Keine Sorge. Ist einfach. Da kommen noch mehr. Muss ihn stabilisieren. Beeile dich. Vor uns ist eine Ölraffinerie. Ich werde die RDA dorthin locken. Halte sie von Alma und Hajir fern. Du schaffst das. Ich beeile mich. MPAs. So viele habe ich hier noch nie gesehen. Mercers Lieblingsspielzeug. Es tut mir so leid. Du warst ganz allein mit ihnen. Ich war nicht alleine.
Salt Lake hat sie abgelenkt. Und der Na'vi. Iknan sind stark. Und sie beschützen ihre Reiter sehr. RDA-Scorpions sind ihnen nicht gewachsen. Na'vi, Traumwanderer und Mensch. Allein gegen Himmelsmenschen? Du bist tapfer. Das war unglaublich, wie du es erledigt hast. Danke. Warte. Das Zeichen. Du bist Zarentu? Die Erzähler. Friedensbringer. Dein Clan existiert schon seit Jahren nicht mehr, wie ausgestorben. Der Geist der Zarentu ist nicht leicht zu töten. Ich hoffte, den Widerstand zu finden, aber die Zarentu. Ich bin Etua. Zahe, der Aranahe. Ich kannte deine Mutter. Tut mir leid. Unser Zuhause leidet auch. Die Himmelsmenschen werden mutiger und sind im Begriff, das Land zu zerstören. Und doch, meine Leute, unser Heimatbaum. Wir sind keine Krieger, aber der Krieg ist da. Mein Vater glaubt es nicht, aber er kannte die Zarentu. Er wird dich anhören. Er muss. Ich muss sie zurückholen, die anderen. Sie müssen alles erfahren. Natürlich. Ich helfe dir. Mein Heimatbaum ist nah. Sag, dass ich dich geschickt habe. Aber du hältst dich besser bedeckt, was meinen Anteil angeht bei dieser Sache. Möge dein Geist mit dem Wind aufsteigen. Eine weitere Na'vi tauchte auf, um zu helfen. Etua vom Clan der Aranahe. Ich soll ihren Heimatbaum besuchen. Vielleicht schließen sich uns noch mehr an. Ich habe es schon versucht. Ihr Anführer Katna hat mich quasi herausgeworfen. Er lässt dich nicht leicht umstimmen. Er hat keine Angst vor der RDA? Sie haben ihm bereits großen Kummer gebracht. Er will seinem Volk weiteres Leid ersparen. Und das kann ich verstehen. Die Aranahe sind sich normalerweise einig, doch der Krieg sorgt für Reibereien. Viele verschließen ihre Augen, doch eine Zarentu könnte ihnen helfen. Priya, hab einen RDA-Ordner gefunden. Befehle für einen Botaniker. Und ein Bild von einem Ort. Ich seh ihn mir mal an. Oh, vielversprechend.
Fremde! Ich erkenne dich nicht. Welcher Clan? Wie seltsam. Etua möchte, dass ich ihren Vater treffe. Was ist denn das da? Es ist das Zeichen der Sarentu. Doch die Sarentu von einst beschmutzten Eivor nicht mit dem Abfall der Himmelsmenschen. Ich kann nichts dafür. Wir wurden als Kinder geraubt. Sie haben sehr viel geraubt. Du warst lange fort. Und du bist jung. Wurde dein Geist von den Himmelsmenschen verdorben? Oder erinnerst du dich an deinen Clan? Schuh, senk den Bogen. Scharfer Blick. Typisch Sarentu. Doch Danner ist schwer. Heimatbaum soll deine Zuflucht sein. Wir werden dich zum Leuchten bringen. Oder wenigstens deine Kleidung. Hier findest du Spuren deines Volkes. Oh, seine Geschichten fehlen mir sehr. Sie liebten die Seidenernte, die duftenden Farben, Mayantu. Gartner, lass mich das arme Sarentu-Kind aufnehmen und unterweisen. Geh. Wir unterhalten uns später. Ich muss noch mal mit Etuas Vater sprechen. Über den Widerstand. Bald, Mayantu. Er ist unser Olo Ektan, der Clan-Anführer. Zuerst kümmern wir uns um dich. Selbst ein Angzig würde vor dir die Flucht ergreifen. An deiner Stelle würde ich die Himmelsmenschen nicht erwähnen. Sie bringen nur Ärger. Das mag Gatna nicht. Ich würde dich gerne herausputzen, wenn du mich lässt. Wir hatten schon so lange keine Sarentu mehr zu Besuch. Dein Volk war so unterhaltsam. Einmal haben sie über das seltene Paarungsritual der riesigen Sakru berichtet. Es kann wohl viele Tage dauern. Doch mehr davon später. Unser Baum kennt viele Geschichten, hat viel erlebt und deine Vorfahren willkommen geheißen. Und kein Sarentu konnte unserem Farbenspiel widerstehen. Ah, Gorano, zeig uns deine Arbeit. Prächtige Seide, nicht? Nicht mehr so robust, seit die Kinglor-Blumen geschlossen sind. Aber es gibt nichts Besseres. Stärker als Sakru-Wolle, das kann ich dir sagen. Auch wenn die Sesua damit prahlen. Goranu ist eine Meisterweberin. Sie wird dir gerne helfen. Etwas Ablenkung wäre schön. Ich arbeite schon Stunden daran und bin noch nicht zufrieden. Hey, Lun! Du beirrst mich also endlich mit deiner Anwesenheit? Und noch dazu mit einer Sarentu. Aufregend, nicht? Eine weitere verlorene Seele, die du durchs Leben führen kannst. Schätz dich glücklich, Sarentu. Ah, du und dein Groll. Wenn du schlau bist, lass nicht zu, dass sie dich mit Seide und Farben einwickelt. Wir Aranahe sind Köche. Und hier, meine Freundin, Gitangi. Nevika, nimmst du die Sarentu schon unter deine Fittiche? Wäre auch keine Schande. Sieh dir diese Kleider an. Erbärmlich. Grob und stachlig, wie Einsiedlerknospen. Dir fehlt die Anmut deiner Ahnen. Sie hat den Geschmack. Grob und stachlig, so bin ich nun mal. Nun willst du erstrahlen. Unsere Farben lassen den Regenwald erblassen. Unsere Seide ist gut, verstärkt mit Sturmbiestleder, damit du nicht gefressen wirst oder wenigstens schwer zu schlucken bist. Kann das Kind
Gefährten lesen? Ich schlage mich ganz gut. Ganz gut? Was halten wir davon? Bist du damit zufrieden, Kind, oder schlägst du dich nur durch? Etu ist Jagen. Er wäre ein guter Lehrer für dich. In der Tat. Wenn du ihn findest, in der Nähe des Wassers gibt es ein Jagdlager. Etu wird dort sein. Aber stör seine Jagd nicht, das würde er dir übel nehmen. Weiter, Mayantu. Eine respektvolle Jagd zeigt Gatnat, dass du alte Wege gehst. Sotlek, ich habe die Arana Hel getroffen. Du hattest recht, aber eine war anders. Nevika. Sie glaubt, dass ich Gatnat beeindrucken kann, wenn ich mein Jagdtalent beweise. Sie schicken dich jagen? Ich hätte dich lehren sollen. Schon gut. Nevika sagt, einer ihrer Jäger wird mir helfen. Etu. Sei vorsichtig. Du musst ihnen nichts beweisen. Du bist Sarentu. Das sollte Gatnat anerkennen. Im Hauptquartier bist du immer willkommen. Du bist nicht allein und es gibt viel zu tun. Weißt du, wo Wu-An ist? Sie hat versprochen, mir Färbemittel zu bringen, aber sie ist jetzt schon ewig weg. Ich kenne sie gar nicht. Tut mir leid. Ich kann mein Material nicht selbst sammeln. Ohne Ikran. Wu-An wollte helfen, aber was, wenn ich sie in Gefahr gebracht habe? Ich kann gerne nach ihr suchen. Oh, wirklich? Sie sammelt oft beim schattigen Hain. Vielleicht kannst du ja dort nach ihr fragen. Alemun und Nayan. Unsere Späher. Beide sind aufmerksam und zuverlässig. Leider zanken sie andauernd. Ihr jetziger Streit klingt jedoch besorgniserregend. Vor allem Nayan wirkt so angespannt. Den beiden würde etwas Sarentu-Diplomatie guttun. Du da. Komm. Mach schnell. Bitte. Himmelsmenschen, sie sind am Fluss. Sie sind wie ungebetene Gäste, wandern umher, machen Dreck und ziehen weiter. Doch diesmal war es nur eine Person auf einer kleinen Insel mit einem großen, umgestürzten Baum. Lassen wir etwa zu, dass sie mutiger werden? Ein Mensch ganz allein? Ist die Person noch dort? Oh, die Person hat schnell gelernt. Sie wurde verjagt. Ist schreiend weggerannt. Da musste ich herzhaft lachen. Aber ich mache mir Sorgen, was einen Menschen dorthin lockt. Viele Äste, viele Wurzeln. Doch ein Baum, ein altes Arana-Häs-Sprichwort, das noch immer gilt. Du hältst Gatnat sicher für altbacken, aber manches sollte nicht vergessen werden. Anderen zu helfen bedeutet, sich selbst zu helfen. Dieses Leben hat dir gefehlt, ich weiß. Aber Ewa verbindet uns. Die große Mutter ist in allem. Diese Verbindung muss genährt werden. Teile mit dem Clan. Nehme ihre Wünsche wahr, ihre Bedürfnisse. Sie werden es merken und dann im Gegenzug mit dir teilen. Du wirst sehen. Keine Einsamkeit mehr, Kind. Das ist es, was Heimat bedeutet. Ich bin besorgt. Du solltest es auch sein. Alemun, die Himmelsmenschen sind überall. Wenn eine der fliegenden Maschinen der Himmelsmenschen in der Nähe deiner Heimat abstürzen würde, wärst du besorgt? Ich versichere dir, du musst dir keine Sorgen machen. Aber was, wenn jemand verletzt ist? Sind wir die, die bei einer Gefahr sagen, oh, hoffentlich hilft jemand? Nein, wir sind dieser jemand, Nayan. Wissen wir, warum es abstürzte? Nein, wissen wir nicht. Und deshalb will ich mit der Sache auch nichts zu tun haben. Das rate ich jedem. Auch dir, Sarentu. Entspann dich, Nayan. Ich bringe dich nicht in Gefahr. Ich könnte Hilfe brauchen. Ich helfe gern. Aber ich will keinen Ärger verursachen.
Ignoriere ihn, so wie ich. Das Fluggerät stürzte bei der Weberblüte ab, beim Fluss. Starten wir da. Du wirst dort nichts finden, Alaemun. Zeitverschwendung. Sarentu, misch dich nicht in Dinge ein, die dich nichts angehen.